Viel ist es nicht, was die Ballermann-Sängerin bei ihren Auftritten anhat, aber immerhin noch mehr, als vor 3 Jahren. Wenn Mia Julia heute im Bierkönig oder sonst wo auftritt, trägt sie meist knappe Hotpants und Bikini-Top. Den Entschluss dazu, sich nicht mehr nackt auf der Bühne zu zeigen, fasste sie wegen ihrer Fans, wie sie nun im Interview mit Bild erklärt. Das ging von meinen Fans aus, sagte die Entertainerin. Sie sind auf mich zugekommen und fragten mich, Mia, warum ziehst du dich überhaupt noch auf der Bühne aus? Mach lieber einen Song mehr in der Zeit, da haben wir alle mehr von. Ich liebe die Erotik, ich liebe Sex, ich liebe Nackedei. Sie habe schon vor ihrer Entscheidung bemerkt, dass die Stimmung beim Publikum schlechter wurde, als sie sich auszog. Jetzt, wo der Striptease nicht mehr zu ihrer Show gehöre, sei die Stimmung bei den Fans wesentlich besser. Auch wenn Mia Julia bei ihren Auftritten auf Mallorca nun nicht mehr nackt ist, zeigt sie sich via Instagram gerne weiterhin auch ohne Kleider. Außerdem posiert sie seit 3 Jahren regelmäßig für einen Nacktkalender. Ich liebe die Erotik, ich liebe Sex, ich liebe Nackedei. Nur eben nicht mehr auf der Bühne. Im Bierkönig gibt es seit 2018 außerdem ein Nacktverbot für die Künstler. Die spanischen Behörden sind damals gegen die hüllenlosen Auftritte vorgegangen. Neue Gesetze machten es dem Lokal unmöglich, noch Shows dieser Art zu zeigen.